Hallihallo Leute, willkommen zurück. Neue Folge Lego Star Wars. Wir sind unterwegs mit Ray. Mit FN2187 und mit BB8. Beziehungsweise Finn. Und wir gehen rein. Wir haben den Millennium Falcon gefunden. Guck mal, was bei rumkommt. Nein! Das gehört mir! Alter, das Kleid oder? Okay. Bleib unten, das bringt ihre Ortung durcheinander. Unten bleiben. Alles klar. Du musst tiefer fliegen, sonst orten sie uns noch. Ja. Mit der Ruhe. Wir müssen allerdings auch die Minikits sammeln. Oh. Auch richtig Steine. Okay, gut, dass ich freigeschossen habe. Holla, die Waldfee. Kaching. Hey. Sei ruhig! Ich weiß nicht, ob dieser fliegende Schrotthaufen das aushält! Ja, kriegt das schon hin. Ich hab kurz was alles verloren. Wohin fliegen wir denn überhaupt? Ich versuche unten zu bleiben! Das ist nicht so einfach ohne Co-Pilot! Sehe ich das richtig, dass wir die nur töten müssen? Also, oh. Zack. Gut geschossen! Hey, bring mich in Position, dann schieße ich alle ab! Na also, geht doch! Das Schiff geht richtig ab! Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme! Dürfen da nicht lang fliegen. Dann machen wir erstmal ein paar weg. So langsam habe ich den Dreh raus. Sie werden uns orten. Bleib unten. Ja. Kann er mal die Schnauze halten? Könnten wir noch. Direkter Treffer! Ich kann nicht glauben, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Wir vielleicht? Ja, der Widerstand. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Ja, dürfen wir jetzt fliehen oder müssen wir einfach nur hier. Kurz mal hier ein bisschen freiräumen. Kurz ein bisschen Moorhuhn spielen. Wer hat dir das Fliegen beigebracht? Niemand. Bin nur kleinere Schiffe geflogen. Hab nie den Planeten verlassen. Das nenne ich Fliegen. Du musst sie abschütteln.
Nö, warum? Halt dich bereit! Geht klar! Wofür? Echt so. Wir müssen erstmal noch den Boden absuchen. Alles einmal wegknallen, was hier so rumfliegt, rumliegt. Weil uns fehlt noch eine Sache. Dann hätten wir 4 von 4. Ich weiß nur noch nicht, welche Sache. Ah ja. Stopp. Zack. Wir fliegen in diesen abgestürzten Sternenzerstörer rein, stimmt's? Keine Sorge, ich habe da drin schon oft Schrott gesammelt. Mit diesen Geschützen können wir dem Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal, diese Teils könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Naja, rein da! Die Teilpiloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Alles klar bei dir? Wir haben alle Minikits. Das ist unsere Chance. Die sind direkt vor uns. Haijäger der ersten Ordnung freigeschaltet. Wird langsam eng hier drin. Haben Sie ein Problem? Nein, nein, nur ein bisschen eng für das Schiff. Das ist alles. Das ist alles? Da sind sie. Jetzt oder nie. Ja. Wir müssen halt erstmal an uns vorbeifliegen. Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Hilf mir damit! Schnell! Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Geil, dieser Daumen. Okay. Tief fliegender Schrott. Freies Spiel freigeschaltet. Ja. Natürlich waren wir ein wahrer Jedi. Wieder 34 Millionen Steine gemacht. Ja, aber das letzte war, weiß ich wieder nicht. Keine Ahnung. Wir haben alles. TIE-Jäger der ersten Ordnung Mini. Oder Mikromodell freigeschaltet. Wir haben als nächstes Quadjumper. Keine Ahnung. Millennium Falcon Episode 7 bis Episode 9. Nee. 8. 7 und 8. Wir machen den Sprung ins Elenium-System. Gut festhalten. Weltraum über Coruscant. Nima Außenposten. Tuanul. Wir gehen erstmal dahin. Endlich seid ihr da. Ein Schiff des Widerstands wurde von der ersten Ordnung überfallen und braucht dringend Hilfe. Das ist alles. Ende der Nachricht. Keine Zeit zum Plaudern. Los, rettet sie. Ja, klar. Ich habe die Position in euer Radar geladen. Macht der ersten Ordnung ordentlich Dampf. Ja, klar machen wir das. Widerstandsrettung Auftrag angenommen. Dürfen wir wieder fliegen? Ja, markier mal. Erstmal. Kaibersteine mitnehmen. Ist immer ganz wichtig. Mann.
wir vorhin nicht blau geschossen? Er weiß nicht. Zack. Da ist auch noch ein Rennen. Einmal ballern. Hey, kriegen wir Hilfe? Unsere Lage hier ist ziemlich übel. Ja, machen wir. Zerstöre 100 Teiljäger. Oh, Achievement. Heute ist Achievement-Tag. Stirb! Noch. Wunderbar. Das war's. Oh. Danke für die Hilfe. In Momenten wie diesen wird einem klar, was im Leben wirklich zählt. Nämlich in einem Namen endlich zu sagen, dass er die Klappe halten soll. Ach Gott, war er lustig. Jetzt machen wir noch das Rennen. Taijäger-Pilot erster Ordnung. Chemie können wir freischalten. Oh, schon wieder Schmuh hier. Boah. Hallo. Okay. Hui. Wir haben Chemie freigeschaltet. Wunderbar. Reise nach Dakar im Illenium-System. Ah ja, neben Naboo. Es sind echt nicht so viele Planeten, ne? Wir könnten auch... Ja... Ja, bitte, ich bitte darum. Wir werden jetzt Vader. Und errichten unseren Palast auf. Jawoll, Mustafa. Kurz vergessen, wie es hieß, aber... Minenanlage auf Mustafa. Sehr geile Schlagsahne. Ja. Ich habe neue Daten empfangen. Die Hunger wird sich kommt jederzeit vorbei. Ich stehe euch Bar und Land. Was will denn er? Mein Chef hat etwas durch ein Gitter in der Ladestation fallen lassen. Er schien ziemlich enttäuscht zu sein, also muss es etwas Wichtiges gewesen sein. Da hat er nicht Unrecht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wähle nur mit den Bananen. Ich wähle nur mit den Bananen. Mann. So, Freunde. Es ist Zeit. Dies wird ein denkwürdiger Tag. Endlich. Ich bitte um Erlaubnis zur Landung. Wiederholt den Code zur Bestätigung. Over. Grün. Lila. Weiß. Simon says. Gelb. Blau. Lila. Weiß.
Gelb. Blau. Lila. Hoppala. Zweite Sequenz bestätigt. Die Sicherheitsvorkehrungen hier sind ziemlich streng. Noch ein Code, wenn ihr soweit seid. Jetzt alles alle klar, fünf. Ziehen wir es durch. Letzter Code kommt. Ihr kennt die Vorgehensweise. Wiederholt zur Bestätigung. Grün. Blau. Gelb. Lila. Weiß. Code ist falsch. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid, es erneut zu versuchen. Alles klar, ziehen wir es durch. Letzter Code kommt. Ihr kennt die Vorgehensweise. Wiederholt zur Bestätigung. Grün. Oh. Blau. Gelb. Lila. Das war peinlich. Letzte Sequenz bestätigt. Anflug in den Servicehangar. Puh, ich bin platt. Bitte schön. Oh, die brauche ich noch. Fralli déjà vu. Okay. Wir haben IG 2000 freigeschaltet. Den Schlüssel könnt ihr behalten. Ich mag Kopfgeldjäger nicht und fliegen kann ich auch nicht besonders. Weshalb ich mit den Bananen wähle. Mustafarianer. Mann, ey. Sind auch wild, die Kerle hier. Wilde Kerle. Ich wollte ihn gar nicht angreifen. Irgendwie kommt man da hoch. Wahrscheinlich kann man sich an irgendeiner Seite ranziehen oder so. Ich weiß nur nicht an welcher Seite. Wer könnte da hochkommen? Wo sind wir nochmal mit Padme? Für die Republik! Für Demokratie! Verzeihung, ich ließ mich mitreißen. Demokratie! Nee, keine Ahnung. Vielleicht ist es von weiter weg betrachtet einfacher. Irgendwie kommt man doch da bestimmt hoch. Vielleicht mit einem Gleiter von irgendwo. Na, da oben ist auch ein Handelsföderationsschiff. Schau an, was es hier gibt. Ich glaube nicht, dass das Ding da oben Obsidian ist. Also hat es nichts mit uns zu tun. Alles klar. Zack. Die Macht ist einfach toll. Hohe Turmparaturen. Mann, ey. Vader? Ich muss sagen, du bist ein tolles Team. Mit deiner Ehefrau zusammen, das hat funktioniert. Warum leuchten die so blau? Irgendwas ist doch mit denen. Einfach nur so blau.
Ja, entspann dich. Wicket! Du wirst Wicket. Einfach weil Wicket viel cooler ist. Ja. Guck mal. Oh ne. Er springt nämlich auch automatisch hoch nach dem Netz. Mann. Klettermax ist. Er ist auch richtig schnell, hey. Also dieses schnelle Klettern ist ja brutal. Oben beim Ofen. Jetzt wird geflogen, würde ich mal sagen. Und zwar... darüber. So, was hat er? Ich werde meine Zeremonie zur Volljährigkeit nie vergessen. Mein Vater schnallte mich ohne Schutzkleidung auf einen Lavafloh und ließ mich über die Lavaströme springen. Jep, ich bin absolut unfähig, diese schreckliche Erinnerung zu verdrängen. Ja, komm vor, oder? Egal was du bist, du wirst zerstört. Hinter uns atmet es wieder ins Ohr. Wollt ihr es versuchen? Euch beim Scheitern zuzuschauen, wird uns etwas die Langeweile vertreiben. Das kriegen wir hin. So. Wicket schießt. Er klettert voll langsam. Es kann wirklich nur die Schrottsammler so schnell klettern. Fantastisch. Und ganz ohne Sand. Noch besser. Entschuldigung. Ich wollte nur schneller nach unten. So, irgendwo hierfür leuchten alle so komisch. Wie es aussieht, brauchen wir dafür die Kisten. Zack. Das wird nicht lange dauern. So, die stecken wir jetzt da vorne rein. Dann haben wir das auch. Reinstecken. Katsching. Das war zu einfach. Das ist richtig überheblich, ne? Das war zu einfach. Eigentlich. Hier. Vader Sommerurlaub. Darth Vader Kenobi. Darth Vader Klassisch. Der Imperator. Da! Hoppala. Anakin, gelbe Augen. Ich
frag mich, für was diese Punkte stehen. Wie stark die sind, oder? Palpatine vernarbt. Kylo Ren. 5 Schlösser. Lichtschwert. Das war auch cool in The Force Unleashed, wo man die Farbe wechseln konnte. Das war geil. Da oben kann man drauf. So nicht. War vielleicht ein bisschen dämlich. Wahrscheinlich hätten wir damit auch da hochspringen können. Aber naja. Anakin ist ja fit unterwegs. Auch in der Macht. So. Mach's doch nicht kaputt! Was soll denn das? Mensch. Kerle hier alle angeln. Also, wir müssen... Kommen wir da hoch? Ich glaube nicht von hier. Schön, dass wir auch im freien Spiel hier alles kaputt machen können. Geh weg! Aha. Wir können uns den Stein einfach zusammenbauen. Das Ende der Klonkriege. Zum Quatschen. Oh, es ist so heiß hier drin. Ich spüre, wie meine Rüstung schmilzt. Ich schwitze so stark, dass mein Helm beschlagen ist und ich kaum sehen kann. Oh. Soll ich dir sagen, was deine Schmerzen lindert? Oh, ist ja noch am Leben. Dann war es ja halb so wild. Der Wanderwookie! So treffen wir uns wieder. Beim Blütenpilz ist es hier heiß. Ich versuche das aber im Namen der Kultur zu ignorieren. Ja, es ist nicht heiß, sondern tropisch. Und die Lava macht es besonders charmant. Ja, dann. Ich weiß nicht, wie jemand anderes als ein Mustafarianer auf diesem Planeten leben könnte. Man muss Rauch und Asche wirklich mögen. Rund um die Uhr. Ja, Vader hat ja seinen Palast auf Mustafa dann gebaut. Kann ich eigentlich... kann sie nicht abwählen. Warum rennt er weg? Achso, er hat Angst vor uns. Nein, es ist keine Fata Morgana. Ich sehe es auch. Was es genau ist, weiß ich nicht, aber irgendwann wird sicher jemand herankommen. Klar, machen wir.
Von da. Nee, ich gehe außen rum. Das gibt sonst nichts. Hier lang. Aufmachen. Ui. Achtung, heiß. Woo, heiß. Sehr heiß. Lavafall. Oh, Wicked kommt auch wieder. Ich freue mich ja richtig drauf, wenn wir dann so die Hälfte haben. Was hinter Tür Nummer 2 ist? Keinen Schimmer. Ich hörte, dass der Droide, der das Passwort hatte, von Jabas auf einer Reise in die Tatooine-Wüsten gestohlen wurde. Boah. Ob er das Passwort hat? Hallo, ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Nee. Haben wir nicht. Oh, wir können hier ein bisschen das Zeug auseinandernehmen. Planeten wie dieser ziehen nur ganz bestimmte Leute an. Ich meine, ich habe hier noch nie jemanden gesehen, der eine Schule oder eine Eiscreme-Fabrik bauen wollte. Nein, es sind immer Minen oder geheime Hauptquartiere oder große, furchterregende Schlösser. Ja, was auch sonst. Also... was sollte man hier denn sonst hinbauen? Okay, die Kisten können wir hier so hinstellen. Jetzt stehen da die so rum nebeneinander. Was hat denn er zu erzählen? Ich hörte Geschichten von Planeten, die mit sogenanntem Eis bedeckt sind. Es soll das Gegenteil von Lava sein und überall ist es kalt. Verrückt. Allein die Vorstellung. Okay, hat er jetzt keine Relevanz. Okay, mach das mal weg. Nicht die Richtung, die ich wollte, aber okay. So, jetzt müssen wir als Held für die Republik, für Demokratie. Verzeihung, ich ließ mich mitreißen. Für die Republik, für Demokratie und für die zwei Kinder, Luke und Leia. Wunderbar, aufmachen! Stapel zum Glück. Warum? Hätten wir hier auch noch eine Kiste holen können. Okay, der ist saugeil beim Klettern. Das ist ja saugut. Ah, hier waren wir schon. Aber
beiden Bauchplatscher waren wir hier noch nicht. Wo führt das hin? Wir hier rüberlaufen können? Star Wars! Liegen wieder die DVDs rum. Ich glaube, da kommt er nicht hoch. Er kann höher springen. Ja. So hoch aber auch nicht. Hinspringen. Ja, jedes Mal da die 1000 Steine. Das macht uns gar nichts. Wir sind doch reich. Ich glaube, das führt zu nichts. Wo steht sie? Sie steht noch hier oben. Das ist gut. Aber sie könnte sich da drüben ranziehen. Katsching. Springen. Sie kann da auch ranziehen. Eine wahre Kostbarkeit. Kommen auf Mustafa. Anakin oder Vader. Deine Frau bleibt da unten mal stehen. Es gibt bei mir übrigens neue Tipps. Nur falls wir mal Ne? Nee, hier ist falsch. Also nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig war das. So, was haben wir denn hier? Innen drin ist einer. Aber wie kommen wir da rein? So. Da ist eine Kiste. Da oben ist der Stein. Wessen Idee war es, hier ein Lager aufzuschlagen? Was stimmt nicht mit Naboo? Oder Kashyyyk? Irgendwo, wo die Atmosphäre weniger apokalyptisch ist. Ja, aber für die Atmosphäre ist das ja schon geiler. Da einfach einsetzen. Sehen mir alle gleich aus, das ist schon mal gut. Da ist der Platz. Okay, hier sind einige von den Dingern. Vielleicht können wir noch welche bauen. Das sieht mir ganz danach aus. Jawohl. Steckt das mal da rein. Katsching! Aufmachen! Perfekt. Du kannst Leitern benutzen. Ich werde es dem Senat vorlegen, damit wir endlos darüber diskutieren können, ohne etwas zu unternehmen. Den Spruch kannte ich noch nicht. Der ist ja 10 von 10. In meinen Datenbanken gibt es neue Tipps. Okay,
das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Einen wundervollen Tag noch und dann sehen wir uns morgen bei einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.